Hallo und herzlich willkommen bei meinen Let's Plays. Heute würde ich gerne eine Folge Mafia 3 spielen. Viel Spaß dabei. Natürlich gucke ich mir das jetzt nie an. Das ist natürlich ohne, ist ein bisschen dumm. Lenker, nimm die Schlüssel. Was für Schlüssel soll ich mir nehmen? Jetzt muss man sagen, was machst denn du hier für einen Mist? Hä? Weißt du was? Du kannst mir ein bisschen Geld abgeben. Da habe ich mehr davon. Ja, ich gehe immer. Mach ich schon. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns die Transporte gebracht, die vereinbart, hat sogar seinen Partner gebracht. Echt aus ihm. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Ja, warum lässt du Zeugen hier übrig? Sag mal. So, mein Freund. Verdammt! Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz jo. Dich ans Steuer. Mache ich. Sonst verziehen wir uns von hier. Wenn ich ein Bier kriege, können wir es machen. Ah, jetzt geht's los. Oh Gott. Fahr vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Das nenne ich mal Musik, ey. Mein alter Herr wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Okay. Hast es doch selbst gesagt. Wozu das Risiko? Außerdem, meine Erfahrung aus Namen sagt mir, wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Und scheiß drauf, wie du dabei hintergehst. Wenn du meinst. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Giorgio Marcano zahlt Steuer? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und, kriege ich jetzt eine Antwort oder was? Ja. Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor okay. Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beidem mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Alter, das ist eine Frechheit, also... Solche Sprüche? Du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben, oder? Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebrochen. Ach, gib Bock mal hier zu warten, nee. Wenn du bleibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Denke schon, dass das Schwein geschmeckt hat, ja? Komm schon durch. Ups. Entschuldigung. Mal eine Runde tanzen. So, hau mache ich auf die Tube jetzt hier. Vorsicht. Entschuldigung. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lasse sie einfach unter dem Sitz. Genau. Erstens ist nicht meine Waffe, ich habe die Waffe gefunden, ne? Also schon mal dazu.
Naja, bin leider auch. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. So. Das war überfahren oder was? Guck in diese Blöde. Fahrt hinten zur Laderampe. Oh ja, machen wir. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter ein Nigger genannt worden. Schon klar. Bist du einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Genau sehe ich so. Ich steig mal aus. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Aber nur wenn es heiß ist oder was? Und wenn es kalt ist, was ist dann? Na gut. Los geht's. Los geht's. Bin dabei. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Welche Scheibe? Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnacki hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Hast du mich... verdammte Land geht den Bach runter. Hast du mich gerade Pissnacki genannt? Wir können das mal draußen klären, wenn du Bock hast dazu. Bist du nicht manns genug, hä? Arschloch. Du kannst mitkommen. Und was mit mir? Lad die Säcke aus dem Transporter. Ach so, dafür bin ich gut. Ja, mache ich da. Mal denkt er, weil ich schwarz bin, darf ich Drecksarbeit machen oder was? Vielen Dank. Der Rassist. Was seid ihr, Deutsch oder was? Sag mal ja. Na, ihr seht aber, na gut, nur weil ich schwarz bin. Na ja, gut, okay. Was machst du hier Schönes? Mhm. So eine Radiobombe, hä? Ups, sorry. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Sehe ich so aus? Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Ja, du kannst mich mal... den Weg nach draußen wieder abholen. Groß Schnauze. Die Brennkammer ist unten im Keller. Wirklich? Hitler. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Na, hübscher. Wollen wir uns einen schönen Tag machen? Ich versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. Oh Gott. Zwei Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Ich renne kaputt herum, oder was? Den ich hier gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Kannst du mir mal erklären, warum du so rassistisch bist? Ich geh mit deinem Edler raus, kannst du wissen, der hau ich auf die Fresse. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Aha, okay. Und wem interessiert das jetzt, Gelaber? Okay. Das ist die Brennkammer, oder was? Für was verbrenne ich eigentlich Geld? Ist doch... Ja, ja. Der Schwarze macht alles, was der Weiße sagt. Das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Du. Läuft die am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Dein Gesicht verstopft, ich jetzt so. Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert. Ja, ja. Halt deinen Kopf zu, Mann. Blöd, Mann, ihr denn da. Gott, war dieser Kerl ein Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Den versteck ich, den Typ. Der stinkt. Leg dich da hin. Blöd, Mann. Kümmer dich um die Wachen und halt den Arsch und mache ich. Dran kriegen. Mach ich, geh weg. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Geh weg, ja, komm. Ich will in den Zimmer, den Typ. Ich hab doch
das Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wollte das Haus verkaufen. Und sie müssten in 2 Wochen draußen sein. Und dieser Kerl, so ein Typ namens John, quatscht da auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist. Und fragt mich, wie... Schlafe, du Künder. Kannst du mal warten, eine Waffe hat man holen, ne? Sag mal. Ja, gut, hab alles. Wär schon bereit. Ich hoffe, die Kombination, die wir von Skeletor haben, ist richtig. Leck mich am Arsch. Los, fang an, Godzilla. Jetzt bin ich schon Godzilla, okay? Ich glaube, hier bleib ich. Wahnsinn. Ich sehe mich erstmal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Bin ich dabei? Oh, Scheiße. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay. Wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt hat. Hey, wir geben jetzt nicht auf. Ich gebe nie auf. Okay, da wollen wir mal. Gott verdammt, das ist ein scheiß Überfall. Ich hole Hilfe. Was glaubt ihr, was er da tut? Auf mich abgesehen. Könnt ihr hier drüben mal Hilfe brauchen? Bist du? Drei Kopf wegnehmen, Alter? Wer hat's am Sack? Ich keine Waffe mehr hab, meine Fresse. Hau schnell so bunte Fresse. Immer diese elende Gewalt. Verdammt, da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Die Waffe in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit hier rauszukommen. Spring du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Nein, der reißt mir den Kopf auf, wenn er das erfährt. Komm, mache! Verdammte Scheiße! Darf ich alles machen, oder was? Geh weg! Scheißteil. Geh weg hier, komm! Ja, okay. Schlussverlegung, okay, mach ich. Okay, gut, haben wir so geklärt. Und brich auf! So. War so schwer gewesen, da reinzukommen. Mach sie mit dem Rauch, Papisch! Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst! Glaub ich schon. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeige. Kannst du mal in Deckung gehen oder so? Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und brauchst das schon? Beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hat eine Planskizze geliefert.
Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimed und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Okay, läuft bei dir. Davon heißt Chaku. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Wieso? Siehst du dreckig aus oder was? Wow, geiler Schlitten. Den nehme ich mir jetzt. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ja, gib's Bier her. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Das ist gar nicht dann. Das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Er muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Er wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach... Und weil wir Schmutzer. Okay. Markieren wir den Mist mal. Was wollen wir jetzt machen? Ein wenig Action. Da bin ich immer dabei. Bei Action bin ich dabei. Standard, los geht's! Wow, geiler Sound. Und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Genau. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Nein, mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Alter, du quatscht wie ein Buch, oder? Hat das immer gesagt? Bahnefreie Doppelbrei! Ja, du schon. Komm, fahr rum. Bullen. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Na, ist ja logisch, oder? Jedenfalls, vor einem Monat krieg ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber muss ich mit ihm reden. Keine 3 Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar in den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob wir überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, naja, Mann, passiert ein Krieg. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sir sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Komm vorbei, ja. Haben wir es. Oh, wow. Weiß nicht, ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja gut, schon klar. Also die Kiste ist schon ziemlich geil, muss ich echt sagen. Geile Kiste. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch. Massimo Plema oder was? Küste Straße. Guck sie blöd, das wollte ich nicht. Her.
Steiner, das mitnehmen. Ach. Was hast du mir gerade... Alter, komm raus! Komm doch raus! Dann leck mich doch! Meine Fresse, den kann ich doch nicht liegen lassen. Komm mit. Ich nehme den was mit. Ich könnte ihn ja hier hinlegen und sagen, er ist es gewesen. Hier. Sag mal, spinnst du oder was? Zu überfahren oder was, hä? Kunde. Kannst du mal einen Gefallen und den ins Krankenhaus schaffen? Das sieht nicht mehr so gesund aus hier. Kannst du mal liegen bleiben? Schaff den ins Krankenhaus hier. Mal hast du eine Macke, bleibst du liegen. Du kannst kurz warten, hab ich gesagt. Du nimmst jetzt ins Krankenhaus mit. Erst dann lass ich dich fahren, her. Weißt du was? Bleibe liegen, kein Bock mehr auf dich. So. Tut mir leid. Mir auch. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Beim Schnurren ist Schindler. Oh. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wär endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Mal der eingeschissen, der Typ. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon. Oder dein Hexenschuss. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Mhm. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Du bist ein Schleimscheißer, ja. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Ich hab zwar kein Wort verstanden, was ihr gesagt habt, aber naja, gut, egal. Komm her. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Meinst du wirklich? Danke, ich hoffe dich nicht. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Na, ich. Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Friede, Freude, Eierkuchen. Erleichterung, Furcht, Schuld. Ich weiß nicht, in welchem Krieg du warst. Alter Mann, ne? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Mhm. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Tja. Scheiße. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Dann geht er. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Mhm. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Mhm. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten? Ich möchte die Ratten vernaschen. Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht. Bei dir ist gar nichts drin in der Birne, was sagst du dazu? Oh! Mhm. Alkohol. Ist hier irgendwas für mich? Das ist die Werkbank? Ne, brauche ich nicht.
Oh, nicht. Was ist denn da für Müll hier rumsteht, hä? Räumt man hier unten wieder auf ein bisschen, würde ich sagen. Hier, weg damit. Mit den Müllsäcke hier, weg damit. Ganze Gelumpe. Was ist denn das? Oh, eine Zeitung. Fernseher? Mensch. Ach, lass ich liegen, den Mist. Was ist denn das? Och, meine Kuh, danke. Spinnt irgendwas drin? Nein. Hm. Ich lege mich mal lieber hin. Oh, schlecht geträumt oder was, hm? Liegt da immer noch hier rum. Mist wegräumen. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach die Augen auf! Junge, ich warne dich nicht nochmal! Ganz wie du willst, alter Mann. Was? Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Na, wie wird er leben? Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für, soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mehr. Das finde ich schön, sowas. Kannst du dir dein Viertel mal ansehen? Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich auf. Also sowas müsste es mehr Menschen geben, die jetzt Essen spenden und sowas. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Achso, okay. Hm. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Mhm. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Hm. Verstehe ich, ne? Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Aha. Gib mal die Kippe lieber her. So. Suppenküche. Mhm. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Ich bediene mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Mal ich klar, sag ich, gucken, was da hier zu essen für mich macht. Mmm, lecker. Gut. Herr Meinsen! Sammy von mir, Lincoln. Mach ich gerne. Ja, was zu essen? Lass es schmecken. Na, Afro-Man? Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Ja, 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 ist zu essen. Und sei ruhig am besten. Du nervst. Danke. Und eine Kräuterhexe. Wie war dein Tag? Mein Tag war gut. Und deiner? Hast du heute schon mal in den Spiegel geschaut?
Hier ist dein Essen. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Für mich auch. Hier, ich lass es schmecken. Und du, weißt du, ich... Zwei Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Kannst du mir mal sagen, warum du überhaupt hier essen willst? Du hast doch einen Anzug an. Also, Kollege, kannst du bitte hinten anstellen? Ach, komm, nimm dein Essen hier. Bedeutet uns allen echt viel. Ja, mein Freund, komm du ja nicht so schnell wieder. Was haben sie mit dir gemacht? Okay. Beim Friseur warst du aber nicht, oder? Du hast bestimmt einen Topf aufgesetzt. Ja, ja, ist da ist ein... Nicht alt, Junge. Möchte ich nicht. Verdammte Quälerei. Nein. Schönen Tag noch. Guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Hi. Hi, Regine. Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Na klar. Schön, diese großen braunen Augen wiederzusehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Mach ich. Lincoln, es gibt Ärger. Renn weg, Reggie! Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy schon. Okay, mein Freund, bist du dran. Er kommt hier. Häng nicht drüber nach. Er schießt ihn. Schlaf du, Alter, was für eine Macke! Du genauso schlaf. Nicht so, mein Freund. Was ist denn das? Irgendwelche Knochen, okay. François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Vater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Na, es wird schon aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Genau. Celui qui sait, diverse celle, se sieht l'hostilité.
Willst du das wirklich so machen? Okay, Leute, das war die erste Folge Mafia 3. Geld verbrennen. Viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Pitbull Let's Plays. Ciao.